Ein Mensch, der wegen Shovi-Sprüchen und einem Sushi-Witz den Job verloren hat, legt jetzt in der Ritzi-Lounge auf. Solche Themen erlebe ich tatsächlich wirklich nur hier, liebe Freunde, in Deutschlands schönen kleinen Mallorca-Podcast, der diesmal, wie versprochen, außerdem absolut ballermannfrei ist. Freut euch auf die neue Ausgabe. Das 17. Bundesland. Wir haben den Ballermann 6. Ich lebe die Ofen. Der Mallorca-Podcast mit Ingo Wohlfeil und Stefan Netzeband. Lieber Ingo, ich begrüße dich aufs Herzlichste. Du siehst fit aus, du hast alle Openings gut überstanden, ja? Und bin seit 4 Tagen clean, das möchte ich gerne noch erwähnen. Und habe seit 4 Tagen eigentlich auch gar nichts Großartiges gemacht, außer aufs Meer zu schauen, zu lesen, die Sonne zu genießen. War ganz toll. Mallorca, wo auch die Leber mal Ferien machen kann. Wir haben dafür jetzt ein paar kleine Themen, die aber umso spannender sind, bevor wir eben das im Intro ja schon angekündigte spannende Interview haben. Fangen wir mal an, aus gegebenem Anlass, weil wir in Deutschland hier auch gerade so ein bisschen leiden unter dem Wetter. So wie ich es aus der allerfernsten Ferne mitkriege, Ingo, das Wetter ist auch auf Mallorca durchaus ein Thema in diesen Tagen, ja? Ja, wir haben einen neuen Temperaturrekord zu vermelden für den Monat April. Und zwar am Kloster Juck in der Tramontana wurde der gemessen mit 32,4 Grad im April. Das muss man sich mal vorstellen. Besonders zu denken gibt einem der vorherige Rekord, der da eingestellt wurde. Der war nämlich bei 28,1 Grad. Der Unterschied also 4,2 Grad. Ob das jetzt eine natürliche Schwankung ist oder vom Klimawandel hervorgerufen, kann ich dir nicht sagen. Ich gehe aber davon aus, dass Zweites damit durchaus zu tun hat. Und auch die Wassertemperaturen sind momentan über dem Mittelwert. Also wir haben momentan statt normalerweise 16, 17, 18, 19 Grad, also 2 Grad über dem Durchschnitt. Aber das Gute ist hier, es regnet immer wieder, auch am Wochenende, wo diese Temperaturen um 30 Grad angekündigt wurde. Auch da hat es geregnet und die gute Mitteilung ist, die Stauseen hier auf Mallorca, der Gorg Blau und der Cuber in der Tramontana, die sind im März zu 90% gefüllt gewesen, dank des Sturmtiefs Juliette, was viel Schnee und Regen über Mallorca brachte. Also da sind momentan alle noch recht entspannt, was die Wasserversorgung angeht. Aber wenn wir uns nochmal an den Hitzesommer aus dem letzten Jahr erinnern, da bekommen viele Mallorquiner jetzt schon wieder Angst, dass es genauso sein könnte. Also ich habe hier schon Aprile und Mais erlebt, die bis Mitte Mai wirklich saukalt waren. Wo nicht eine Strickjacke gereicht hat, sondern wo du noch eine Weste drüber ziehen musst. Davon sind wir tatsächlich sehr, sehr weit entfernt. Abends wird schon noch kühl. Also ein Jäckchen ist dabei angebracht, aber also von Kälte sind wir hier sehr weit entfernt und das ist in der Tat ein wenig ungewöhnlich. Dann hört man, soll es auf Mallorca eine Messerstecherei unter den Besitzern von kleinen Supermärkten gegeben haben. Ingo, meine erste Befürchtung war, dass rund um deinen Einkauf von Fisherman's Friend eine Art Preiskrieg ausgebrochen ist. Aber ich nehme an, Scherz beiseite, der Hintergrund ist hier etwas ernster. Was weißt du darüber? Naja, die Mitarbeiter von Aldi sind auf die von Lidl losgegangen. Mann, das wäre meine Schlagzeile. Stimmt aber so nicht. Zwei unterschiedliche Gruppen um einen Supermarktbesitzer oder zwei Supermarktbesitzer herum sind aufeinander in Can Pastilla losgegangen. Hat folgenden Grund, da gibt es so einen kleinen Supermarkt mit Gemüse und allerlei Krams für den Urlauber und schräg gegenüber hat jetzt die Konkurrenz aufgemacht, genauso schräg gegenüber. Wir erinnern uns an den Bratwurstkrieg auf Mallorca, Melanie Müller schräg gegenüber von Patrick Lorenz, 10 Meter Unterschied zwischen zwei Bratwurstbuden und so war das jetzt in Can Pastilla auch. Und da sind zwei Gruppen aufeinander losgegangen mit Messern, Stöcken und Fäusten. Mehrere Leute wurden anschließend in Gewahrsam genommen und jetzt bleibt abzuwarten, wie sich der Supermarktkrieg in Can Pastilla so entwickelt. Allerdings ist das auch nichts Ungewöhnliches. Ich erinnere mich noch an Schlagzeilen, wo Supermarktbesitzer schon vor Jahren auf Getränkehändler losgegangen sind mit Eisenstangen. Also da geht es natürlich um einen gewissen Preiskampf, um den Urlauber
Und da möchte man sich das Geschäft natürlich nicht versauen lassen. Aber sowas wie Gebietsschutz gibt es scheinbar für diese indischen und pakistanischen Supermarktbesitzer nicht. Denn alle 5 Meter, okay, vielleicht ein bisschen übertrieben, alle 10 bis 15 Meter befindet sich so ein kleiner Supermarkt an der Playa. Ich habe die noch nicht gezählt, aber das sind Dutzende. Und die stehen natürlich unter dem Druck, ihre Sachen verkaufen zu müssen. Eins noch zu diesen Supermärkten. Vielleicht, wenn ihr in so einen Supermarkt geht, die Jungs sind da normalerweise eigentlich alle ganz nett, wenn ich gegenüber gerade die Konkurrenz aufmacht, schaut mal auf die Preise. Also gerade die indischen Supermärkte haben sich so ein bisschen darauf spezialisiert, Touristen abzuzocken. Da werden zum Beispiel unter dem Ladentisch Zigaretten angeboten, die kosten dann aber 7 € statt 4,85 €. Oder die Getränke werden, je nachdem mit welcher Sprache du bezahlen möchtest, angepasst. Also wenn die Leute dich klar als Touristen erkennen, dann werden ein paar Cent, gegebenenfalls sogar ein paar Euro draufgeschlagen. Allerdings, wenn du Spanisch sprichst, dann passen sie die Preise nach unten an, sodass du dann auch ein vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis erwarten kannst. Wo Handelskriege wirklich noch Kriege sind, also ein Thema, über das wir heute sprechen mussten, ein anderes scheint uns leider eben auch in die neue Saison zu begleiten. Ingo, das Thema Gefahren beim Baden und leider auch Badetote. Ein 57-jähriger Deutscher ist jetzt umgekommen beim Baden in Sakhanova und führt uns zu diesem Thema, das man eigentlich in jedem Jahr wieder behandeln und dafür sensibilisieren muss. Was ist in diesem Fall passiert und was rätst du in diesem Bereich den Urlaubern für dieses Jahr? Also bei dem aktuellen Fall geht man davon aus, dass die Unterströmung, die auf Mallorca teilweise unberechenbar ist, dafür ein Auslöser war. Wenn man nach 18 Uhr ins Wasser geht, und das war in diesem Fall der Fall, dann sind die Strände auch nicht mehr von Bademeistern geschützt. Die Bademeister haben um 18 Uhr Feierabend. Generell hatten wir im letzten Jahr 39 Badetote auf den Balearen. Das erscheint mir tatsächlich sehr, sehr viel. Und häufig sind das tatsächlich Männer in unserem Alter oder darüber, also Männer 50 plus, die einfach mal ihre Fähigkeiten unterschätzen und auch sich mit der Strömung vorher nicht auseinandergesetzt haben. Dann kommen Schwächeanfälle hinzu, Herzinfarkte, Erschöpfung. All das sind solche Ursachen fürs Ertrinken. Auch der Pool ist nicht ganz ungefährlich. Allerdings im Pool ertrinken, wenn, dann sind es in der Regel Kinder unter 6 Jahren, die ohne Aufsicht der Eltern einfach in den Pool steigen oder hineinfallen und dabei auch dann ertrinken. So hatten wir ein paar Fälle in den letzten Jahren. Also Merksatz, Pool gefährlich für Kinder, mehr gefährlich für Erwachsene, besonders für Männer 50 plus. Und besonders unberechenbar sind oder ist die Wasserströmung im Osten der Insel bei diesen vielen kleinen Buchten. Da sollte man sich vielleicht vorher schon erkundigen, bevor man ins Meer geht oder sich mehr versuchen, mit dem Bademeister oder der Aufsichtsperson dort zu verständigen. Ansonsten gibt es ja auch noch die Fahnen. Also grün heißt, Schwimmer dürfen ins Wasser, gelb bitte nur erfahrene Schwimmer bzw. Vorsicht und rot auf keinen Fall das Wasser betreten. Und wenn man so einen kleinen Blick auf die Fahnen hat, dann ist einem auch schon durchaus geholfen. Damit haben wir jetzt aktuelle Themen behandelt in dieser Woche und kommen jetzt zum versprochenen Interview der Woche mit einer durchaus umstrittenen Persönlichkeit, Ingo. Ein Mensch, den man als Sportmoderator kennen könnte. Ein Mann, der eine Zeit lang sogar Kult war, vielleicht über Jahrzehnte. Die 90er Jahre, die Nullerjahre und die 1er Jahre hat er uns tatsächlich begleitet. Seine Stimme dürfte fast jeder kennen, der mal ein Fußballspiel geschaut hat. Aber dann wurde Jörg Dahlmann entlassen. Das Interview der Woche. Hier ist das 17. Bundesland der Mallorca-Podcast mit Ingo Wohlfeil. Und ich darf hier heute, mein Name ist Jörg Dahlmann, Sportreporter, zu Gast sein bei Ingo Wohlfeil in Santa Ponsa. Und ich darf ganz kurz, bevor Ingo das Wort ergreift, die Situation schildern, wo wir uns befinden. Wir befinden uns am Meer. Wenn ich nach links schaue, der Strand von Santa Ponsa, eingetaucht in wunderschöne Pinienwälder. Gegenüber liegend eine Hügellandschaft, ein paar Häuser dabei, Restaurants und Leute, die Stand-up-Paddling machen. Und
Ja, links ein kleiner Pool, azul, blau, rechts ein kleiner Pool, azul, blau und wenn ich nach rechts schaue ich aufs offene Meer. Also es ist eine wunderschöne Situation hier. So, Ingo, jetzt bist du dran. Und jetzt kommen wir mal langsam zum Anpfiff hier. Ja. Hallo Jörg Dahlmann, schön, dass du den Weg hier nach Santa Ponsa geschafft hast. Obwohl wir sind ja eigentlich fast Nachbarn, du wohnst in Puerto Portals, da wo die feinen Leute dinieren. Ja, ich sage immer, ich wohne dort, wo die Schönen und Reichen und ich sind. Man muss aus Porta Portals, glaube ich, häufiger mal wegfahren, weil man sonst relativ schnell pleite ist. Würdest du dem zustimmen? Ja, das ist schon sehr ambitioniert. Ein Bierchen für 8,50 oder ein Longdrink für über 20 Euro ist schon ambitioniert, muss man sagen. Wie hat es dich eigentlich nach Mallorca verschlagen? Was ist da passiert? Ich war damals 50 Jahre alt geworden und war Moderator bei Sport 1. Ich hatte eine Sendung gehabt, die von montags bis freitags ging, Bundesliga aktuell. Und als ich dann 50 Jahre alt geworden bin, hat man mir gesagt, du bist jetzt außerhalb der werberelevanten Zielgruppe. Werberelevant bedeutet zwischen 14 und 49 Jahre, weil man in diesem Zeitraum noch bereit ist, Produkte zu ändern. Wenn ich also eine Zahnpasta habe, X, ist man noch bereit, eine Zahnpasta Y zu nehmen. Aber wenn man 50 Jahre alt ist, so wurde festgelegt, ist man nicht mehr bereit, Produkte zu ändern. Man bleibt bei den Produkten bis ans Lebensende. Deswegen ist also werberelevant bis 49 Jahre und hat man mir gesagt, du bist jetzt raus aus dem Alter. Wir nehmen lieber Moderatoren, die in diesem Alter sind, die jünger sind. Und hat man mich quasi rausgenommen. Ich habe dann nur noch kommentiert. Das heißt also Spiele weiterhin kommentiert, aber nicht mehr moderiert vor der Kamera. Und dann habe ich mir gedacht, was machst du draus? Habe damals mit meiner kubanischen Freundin gesagt, weißt du was, lass uns. Ich habe einen Lebenstraum im Süden zu leben und lass uns nach Mallorca ziehen, weil das hat die beste Infrastruktur. Man kommt am schnellsten nach Deutschland hin und zurück. Aber mit 50 war deine Karriere ja noch nicht vorbei, aber das klang gerade so ein bisschen, mit 50 ist das Leben vorbei und dann kauft man sich in der Midlife Crisis ein Porsche und ein Apartment in Porta Portals. Porsche hast du nicht? Nein. Aber 50 ist nicht das Leben vorbei, natürlich nicht, aber im Fernsehen hast du dann schon Schwierigkeiten, weil Alter ist schon ein Problem vor der Kamera. Eine Stimme, nehmen wir mal Peter Urban, der den ESC kommentiert, der ist ja, glaube ich, in den hohen 70ern jetzt und der kommentiert das immer noch und sehr angenehm und sehr gut. Das ist auch wurscht im Prinzip. Aber wenn du vor der Kamera stehst, hast du ein Problem. Gerade auch Frauen, die älter werden vor der Kamera, die haben dann ein Problem, weiterhin genommen zu werden. Aber ich meine, ich kenne noch genügend Männer über 50, die moderieren, angefangen bei Markus Lanz, der ja auch so in unserem Alter ist. Ja, aber es gibt genügend Leute, die dann eben nicht mehr moderieren, die nicht mehr vor der Kamera sind und sozusagen aussortiert werden. Gibt schon genügend. Die fallen einem nur nicht auf. Wenn etwas fehlt, fällt einem nicht auf. Also von daher ist ja Podcast das ideale Mittel, um seine Botschaft zu transportieren für die Generation 50+. Also ja. Machen wir hier gerade eigentlich genau das Richtige. Genau. Wie sehr vermisst du das Kommentieren und Moderieren? Ich vermisse es schon sehr, weil es war für mich nicht nur ein Job, sondern es war für mich Leidenschaft. Und ich habe, egal was man mir nachgesagt hat, es ist ja nicht jeder ein Fan von Sportreportern. Viele Leute haben mich auch nicht gemocht oder die Art und Weise, wie ich kommentiert habe. Aber ich habe das immer mit sehr viel Inbrunst und Leidenschaft gemacht und habe mich immer top vorbereitet. Das konnte man mir alles nicht nachsagen. Der Stil war es dann eben, der eben nicht jedem gefallen hat. Du hast mal gesagt, du hast deine Moderation in 40 Jahren nicht verändert. Also bist du dann tatsächlich, die Sprache verändert sich, die Menschen verändern sich, die Mentalität verändert sich, aber wenn der Moderator 40 Jahre sich nicht verändert, dann gibt es ja ein gewisses Ungleichgewicht auch, oder? Ja, stimmt schon. Also man spricht ja dann auch wenn man älter wird und seine Sprache, man glaubt selbst, man spricht eine jugendliche Sprache. Aber ich war ja neulich bei Promi Big Brother mit vielen jungen Leuten eingesperrt. Da habe ich festgestellt, wie sehr deutsch-englisch die Sprache geworden ist. Beispielsweise, man ist gesaved.
Ja? Und solche Dinge sind natürlich in der Reportersprache, die ich gelernt habe, nicht üblich. Gerade war es sogar verpönt. Da hätte Harry Valerien oder Dieter Kürten uns auf die Nuss gehauen, wenn wir gesagt hätten, ich bin gesaved. Aber so ist das dann eben. Das sind dann eben die Entwicklungen, die man auch jetzt in Kauf nehmen muss. Du bist damals entlassen worden wegen, Dingen, wo man auch sagen hätte können, so beim nächsten Mal einfach auf sowas verzichten. Was waren genau die Dinge, die man dir vorgeworfen hat? Ja, das war Sky. Vor etwa 2 Jahren war das. Ich hatte, zwei Schritte waren das. Die erste Geschichte wurde mir Sexismus vorgeworfen, weil ich über Sophia Tomalla, die damals noch liiert war mit Loris Karius, dem Torhüter von Union Berlin, und der durfte nie spielen bei Union Berlin. Und dann habe ich gesagt, naja gut, für eine Kuschelnacht mit Sophia Tomalla würde ich mich auch auf die Bank setzen. Habe ich einen Shitstorm bekommen in Sachen Sexismus. Und damals wollte mich schon nach dieser Aussage Sky feuern, weil die sehr, sagen wir mal, Social Media hörig sind. Und nicht selbst sich Gedanken machen, die Chefs zumindest. Und dann haben sie quasi mir eine gelbe Karte gegeben, nach dem Motto, wenn nochmal was passiert, dann knallen wir dich wirklich raus. Und dann hatte ich über einen Japaner beim Spiel von Hannover 96 gesagt, das wäre sein erster Treffer in Deutschland gewesen. Den letzten Treffer hat er im Land der Sushis erzielt. Und das hatten die dann von Sky als Rassismus empfunden, was natürlich völliger Blödsinn ist, völliger Nonsens. Und dann haben die mich gefeuert deswegen. Also das war schon eine heftige Sache. Und ich sage auch einfach immer wieder und auch gerne, dass die in der Führungsetage bei Sky totale Defizite haben und wirklich total schlecht sind und hunderte von Fehlern machen und rein theoretisch selbst das Feld räumen müssten. Aber du weißt ja, wie es ist, Chefs kleben manchmal, wie Klimakleber, ja? Sitzen die auf ihren Stühlen und wollen nicht weg. Das klingt jetzt aber so ein bisschen wie Nachkarten, ja? Die haben dich rausgeworfen und dein Herz schreit nach Rache. Sagen wir mal so, ich bin jetzt nicht ein Freund von den Menschen, die mir meine Karriere versaut haben, aber ist das nicht eine normale Reaktion? Gab es keine Alternativen mehr zu Sky? Du musst dir vorstellen, dass in dem Moment natürlich medial kaputt war. Ja? Also nicht mehr vermittelbar für Fernsehsender? Schlecht vermittelbar. Ich hatte dann noch für Servus TV Jobs angenommen. Die hatten mich nochmal engagiert, in Österreich sozusagen, im Ausland. Aber Servus TV, einer der durchgeknalltesten Sender, die es übrigens so gibt, muss man ja sagen. Vielleicht nicht im Sportbereich, aber so im philosophischen Bereich eher. Ja, aber das war jetzt völlig in Ordnung. Ich habe Fußballspiele übertragen und die Fußballspiele sind bei Servus TV wie auch bei anderen Sendern gleich. Aber um nochmal auf Sky zurückzukommen und Nachkarten. Ja, das stimmt. Ich bin nach wie vor sauer auf diese Menschen, die mir sehr geschadet haben und die immer so tun nach außen hin, als seien sie tolle Menschen, die ausgeglichen sind und Gleichheit wollen. Aber denen war es im Prinzip völlig wurscht, das muss ich mir vorstellen, einen Menschen an den Pranger zu stellen. Und denen war es egal, was mit dem Menschen Dahlmann da passiert. Denen war es einfach wurscht. Die haben einfach mich öffentlich bloßgestellt. Und du musst dir vorstellen, dass nicht nur ich selbst betroffen bin, meine Kinder ja auch. Ja, ich habe 3 Kinder, die werden dann auch angesprochen und werden dann auch diffamiert. Und dann die Leute, die nur die Überschriften lesen, sagen sich, wie, dein Vater ist ein Sexist, ist ein Rassist. Ja, und ein bisschen Sexismus ist in uns allen drin. Aber Rassismus, das weiß ich ganz weit von mir. Früher hat man Fußballspiele moderiert und bekam vielleicht dann Post. Also die ARD, ZDF bekam Post mit vielleicht 50, 60 Beschwerden. Das hat sich so ein bisschen verändert. Und dein Job ist ja hauptsächlich von sehr viel Improvisation geprägt. Du weißt ja nicht, was vor dir passiert. Du musst ja reden, 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 reden. Und beim Reden kann man ja auch mal bei der Improvisation und dem Spontanen kann man ja auch mal Fehler machen. Wenn du jetzt sagst, das ist ein super toller Job, da frage ich mich, also so, wenn man heutzutage moderiert, muss man da nicht Angst haben, da heil durchzukommen, statt dass es ein Vergnügen ist, weil der nächste Shitstorm an jeder Ecke lauert?
Also mein Fall hat schon dazu gesorgt, dass viele Leute eine Schere im Kopf hatten danach. Also haben mir Kollegen erzählt, dass sie extremst aufpassen, was sie sagen und bloß nicht irgendwie anecken. Wir leben ja in einer Zeit des Genderns und ich persönlich bin ja ein totaler Gegner des Genderns. Ich respektiere immer die Leute, die gendern wollen, aber es kann nicht sein, dass eine krasse Minderheit die Mehrheit... Du bist ja auch schon über 50, du veränderst dich ja nicht mehr, ja. Haben wir gerade festgestellt. Ja, trotzdem, aber ist ja Fakt, Umfragen zeigen es ja, dass es eine krasse Minderheit ist, die gendern möchte. Die sollen das auch machen, aber ich finde das dann schlimm, wenn das aufoktroyiert wird. Wenn ich mir manchmal die Heute-Nachrichten angucke, die ich regelmäßig sehe, oder Tagesschau, und da die Chefs und Chefinnen der europäischen Staaten, dann kräuselt es sich bei mir. Bei dir nicht? Ich versuche diese Gender-Debatte komplett aus meinem Kopf rauszuhalten, weil dann muss ich mich in irgendeine dieser Positionen begeben und ich habe weder Lust auf die eine noch auf die andere. Deswegen okay. Versuche ich tatsächlich, ich habe da meine Meinung zu, aber ich halte mich da komplett. Und ich habe auch eine Meinung raus. Und ich tue die auch kund. Warum nicht? Ich finde Gendern blöd, aber ich sage mir immer, dass in meinem Gen so drin ist, dass die Leute, die es machen wollen, sollen es ruhig machen. Gut, wir sind ja in Spanien. Da wird in der Sprache bisher nicht gegendert. Beherrschst du Spanisch? Ja, also ordentlich so das oberflächliche Spanisch kann ich. La cuenta, por favor. Nö, auch schon ein bisschen mehr. Also so, dass man sich nett unterhalten kann, auch mal lachen kann. Aber wenn es jetzt in die Tiefenpsychologie ginge, müsste ich passen. Also du bist jetzt eigentlich, kann man sagen, Privatier. Und ja. Könntest das Leben genießen, aber ich spüre in dir eine gewisse Rastlosigkeit. Denn du hast dich in das Jugendformat Promi Big Brother tatsächlich begeben und warst damit, hatte ich das Gefühl, gar nicht so glücklich, oder? Nee, falsches Gefühl. Ich war total glücklich und ich war happy und ich würde es immer wieder tun. War eine schöne Erfahrung, mit Menschen zusammenzukommen, die man vorher nicht kannte, auf engem Raum zusammenzuleben, bei wenig Essen, bei wenig Schlaf. Und klar gefällt einem nicht jeder, der mit dir in einem Raum eingesperrt ist, aber summa summarum war das eine schöne Erfahrung und es ist jetzt auch nicht eine Rastlosigkeit, ich bin total ausgeglichen und bin überglücklich, wie ich jetzt überwiegend in Spanien lebe und diese Promi Big Brother Erfahrung möchte ich nicht missen. Meine liebe Freundin Michaela Schäfer, die an dieser Stelle herzlich gegrüßt sei, sagte mir vor 2 Wochen ungefähr, Promi Big Brother habe ihr rein gar nichts gebracht. Also keine, also so Künstler wie sie, in Anführungsstrichen, die freuen sich dann auf neue Bookings, Auftritte, Autogrammstunden, aber sie sagte, null Effekt bei Promi Big Brother. Wie war es bei dir? Hat das irgendwas bewirkt? Was jetzt Aufträge angeht, nicht, aber ich bin jetzt auch als alter Mann da nicht hinterher. Das heißt also, ich habe das jetzt nicht gemacht, um eine Karriere zu fördern oder anzuschieben, sondern ich habe es rein aus Spaß gemacht. Natürlich gibt es auch eine Menge Geld, das darf man nicht verhehlen und das war sicherlich. Eine Menge Geld sogar? Ja, ich könnte mir vorstellen, dass... Hast du das selber verhandelt? Nein, ich hatte da ein Management, die das für mich gemacht haben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich die Top-Gage da bezogen habe im Haus. Okay, ich möchte jetzt nicht fragen, wie viel, weil wirst du mir ja eh nicht verraten. Aber es war im hohen fünfstelligen Bereich, würde ich dann tippen. Ich sag da gar nichts zu. Gut. Könnte auch anders sein. Gab es denn danach noch andere, also gab es denn Angebote danach, die kamen für, weiß ich nicht, wo wir gerade dabei waren, Zahnpasta? Oder neue Formate? Nein, ich habe für diverse Moderationen von Firmen, von Veranstaltungen, von Events Angebote bekommen, das ja. Aber Zahnpasta war nicht dabei. Ich habe ja schon mal Werbung für VW gemacht, Fernsehwerbung. Und die war damals sehr erfolgreich und war ja ist auch so ein Stückchen... ja, Lebenserfahrung gewesen. Ist die Reality-TV-Karriere jetzt vorbei oder gibt es da was, was dich noch reizen würde? Och, ich würde nicht sagen, dass es die vorbei ist. Wenn ich jetzt, wenn du vorhin Michaela Schäfer, die ich übrigens sehr geschätzt hatte in diesem Format und ein toller Mensch ist, Michaela,
wenn sie gesagt hat, dass ihr das nichts gebracht hat, aber ich finde, das Menschliche hat einem was gebracht, also mit Menschen da zusammen zu sein, wie verhält man sich den anderen gegenüber, soziales Verhalten lernt man eben da, und das fand ich dann eben schon interessant, nur bin ich jetzt kein Reality-TV-Junkie. Und Michaela zum Beispiel, und habt ja einige Formate schon mitgemacht, und die, fast alle, die da in dem Haus waren, haben Erfahrung gehabt im Reality-Bereich. Es war eine Reality-Star-Familie und die bin ich reingestoßen sozusagen. Ohne Erfahrung. Ohne Erfahrung. Du warst also quasi der Jüngste. In dieser Beziehung war ich der Jüngste, aber ich würde nicht ausschließen, nochmal ein Reality-Format mitzumachen. Du bist ja ein Meister des Wortes und deswegen glaube ich auch sehr sensibel, was Worte, die gesprochen werden, angeht um dich herum. Und da waren ja auch Teilnehmer im Camp, wo ich behaupten würde, Camp im Haus. Promi Big Brother Haus, die so 50 Vokabeln beherrscht haben. Dreht man da nicht vollkommen frei und denkt sich, Mädel, wir müssen jetzt erstmal wirklich an deiner Sprache arbeiten? Nein, das hat mich nicht so sehr gestört, was mich ein bisschen gewundert hat. Gestört wäre falsch, gewundert, dass einige Olaf Scholz nicht kannten. Oder nicht wussten, was ist ein Bundesland, dann eben ausgesagt als Antwort Deutschland. Oder München haben die dann als zweite Antwort gesagt. Also das sind schon so Dinge, die mich dann erschrecken. Das Bildungsniveau ist manchmal, glaube ich, bei jungen Leuten nicht so, wie es sein sollte. Ja gut, aber Idioten haben wir auch in unserer Generation, das darf man ja mal nicht vergessen. Obwohl Bildungsniveau mit Idioten, ach, das gibt doch schon wieder einen Shitstorm jetzt. Hast du ja auch gesagt. Ja, genau. und mit gefeuert werden kenne ich mich auch aus, also von daher. Jörg, mir sind übrigens Menschen, die gefeuert werden, auch grundauf sympathisch, weil ich mag Leute nicht, die so aalglatt sich durchwursteln durch Menschenmassen, und da sind mir Leute, die mal anecken, und das ist ja in der heutigen Zeit eher der Fall, schneller der Fall, sind mir durchaus lieb. Ich würde sagen, das ist auch für jede Biografie ganz empfehlenswert, mal gefeuert zu werden, weil es macht was mit dir. Es gibt Veränderungsprozesse im Gehirn, die in der Regel positiv sind, und da, wo sich eine Tür schließt, geht ja in der Regel eine neue auf. Und da hat sich eine neue Tür für dich geöffnet, da muss man aber erstmal eine Treppe hochgehen, an einem Security vorbei, dann steht man an einer Bar, und wenn man nach links von der Bar guckt, da ist ein DJ-Pult aufgebaut und ich rede von der Ritzi Lounge in Porta Portals. Da bist du jetzt DJ. Ja, ich mache das einmal im Monat, weil dort normalerweise Hausmusik gespielt wird für internationales Publikum. Aber einmal im Monat an einem Dienstag treffen sich vor allem sehr viele Einheimische auch von der Insel, Residenten. Und dann wird Barry White, ABBA, Michael Jackson, aber auch Helene Fischer und Roland Kaiser aufgelegt. Und Roland Kaiser habe ich sonst in dieser Bar, in der Ritzi Lounge Bar. Das ist the place to be in Mallorca, wirklich eines der edelsten, tollsten Locations. Wird normalerweise nicht gespielt. Finde ich auch gut. Also der DJ Schiefer, der normalerweise dort ist, der spielt eben richtig klasse Musik, und eben, aber eben nicht Schlagermusik. Aber die spiele ich dann, wenn ich Musik mache. Das Beste aus den 70ern, 80ern und den 90ern und den besten Hits von heute mit Jörg Dahlmann jeden ersten Dienstag in Porta Portals. Nein, nicht ersten Dienstag, machen das unregelmäßig, aber dienstags schon. Und die Leute, die es wissen wollen, die erfahren es dann auch. Was mich ja wundert, ist, dass in der Ritzi Lounge überhaupt Musik gespielt wird, denn die hatten ein Musikverbot. Was sehr lustig ist, du kommst in eine Bar rein, die ist voll und es ist irgendwie ruhig. Was hat sich denn da geändert? Ja, es ist nicht nur die Ritzi Lounge, die davon betroffen war.
Auch zum Beispiel Cappuccino, die von Spaniern geführt wird, aber auch andere Locations, die keine Musik machen dürften oder nicht mal einen Ton laufen lassen dürfen. Beispielsweise Sir Henry, das ist in einem Lokal hier in Santa Ponsa. Das ehemalige Bistro vom König von Mallorca. Richtig, genau. Richtig, von Jürgen Drews damals. Und jetzt führt es jemand, der hat es hauptsächlich, der hat da vier Monitore, wo Fußballspiele laufen. Der darf die Fußballspiele offiziell nicht mit Ton laufen lassen. Auch eine Sportsbar in Bendinat darf keinen Ton laufen lassen. Ich verstehe ehrlich gesagt die Hintergründe nicht genau, weil man da gewisse Lizenzen für haben muss und die haben die dann nicht eingekauft, weil die wieder zu teuer sind, sich nicht rechnen. Aber das ist Humbug, was sie machen, die Behörden in Mallorca. Also in der Ritzi-Lounge lag es, glaube ich, daran, dass sie zu laut Musik gemacht haben und irgendwann die Hafenbehörden eingeschritten sind und gesagt haben, so ist jetzt Feierabend und jetzt durfte da ein halbes Jahr, glaube ich, keine Musik gespielt werden. Aber hat der Stimmung da irgendwie, hatte ich das Gefühl, keinen Abbruch getan? Ja, vor allem, dass diese Restriktionen machen keinen Sinn, weil man ja Limiter einsetzen kann und die sind ja auch eingesetzt worden jetzt inzwischen. Also Ritzi Bar Lounge hat Limiter, das heißt also es darf, wenn eine gewisse Lautstärke erreicht wird, dann ist es eben das Maximum. Es geht nicht drüber über diese Lautstärke. Und das finde ich eine gute Einrichtung. Ich finde, Limiter sind der Teufel. Weil wenn du die Musik wirklich zu laut drehst, dann regelt der Limiter so, dass die Musik total schnell nach unten geht. Wenn du dann noch Musikeinlagen hast, wird das wirklich eine Katastrophe. Einige Gastronomen behelfen sich, indem sie die in Watte einpacken. Dann kannst du noch ein bisschen lauter drehen. Sollten die Behörden aber nicht sehen bei der Kontrolle, was du da gemacht hast. Also dein Arbeitgeber ist fußweglich für dich zu erreichen. Das ist ja großartig. Ja, vor allem ist er auch Andreas Bader, der Chef der Ritzi Bar Lounge, ist ein ehemaliger Fußballer, hat für Bayern München früher gespielt in der A-Jugend und sehr fußballaffin und ein toller Mensch. Und das ist ja so eine Bar, sag ich mal, die sehr beliebt ist bei Männern unserer Generation. Also da kommen ja dann lauter Leute rein, die dich kennen, oder? Du bist da ja wirklich dann ein gefeierter Popstar als DJ. Also die Transformation Moderator-DJ ist ja gelungen, oder? Na, es sind auch viele Fußballer dort, viele Trainer, die dort hingehen. Ist ja eben altersmäßig nicht beschränkt, also eher ein bisschen gehobenes Alter, würde ich mal sagen. Und viele Fußballer, ich kann mich an Salihamidžić erinnern, der letztes Jahr auch gefeiert hat, was ihm dann zum Nachteil wurde, weil er ja offiziell hier nach Portals gefahren war, um sich mit einem Spielervermittler zu treffen, was er auch tagsüber getan hat, hat dann allerdings abends gefeiert, aber die Feierbilder wurden natürlich dann ins Netz gestellt und da hat er Probleme bekommen. Apropos Sportler hier auf der Insel, es gibt ja wahnsinnig viele Deutsche, die nach ihrer Karriere hierher kommen, also oder sogar mitten in der Karriere, um jetzt mal den Trainer Jürgen Klopp zu nennen. Hast du hier viel Kontakt mit ehemaligen Fußballern, mit Trainern, mit Leuten, die mit dem Fußball zu tun hatten? Ja, Christian Heidel zum Beispiel, der auch von bei Mainz 05 ist, früher mal Schalke auch gemanagt hat, der wohnt hier auch, seine Frau wohnt hier fest mit dem Kind und er ist sehr häufig hier, versucht in seiner Freizeit immer wieder nach Santa Ponsa zu kommen, aber auch Thorsten Fink und andere, die ich hier treffe und mit denen ich mich verabrede und mit denen ich schöne Zeit verlebe, denn irgendwo ist diese Fußballergemeinschaft eine Familie und man freut sich dann, wenn man sich sieht, auch wenn ich von der anderen Seite komme als Reporter, trotzdem später vermischt sich das, da sind dann die Aktiven und die Reporter quasi eine Familie. Ist so ähnlich wie in der Musikbranche, ja? Also die sind, glaube ich, auch so irgendwo eine Familie. Ja, in der aktiven Zeit zerkratzen sie sich gerne mal die Augen, aber ja, wenn sie die Karriere beendet haben, umarmt man sich wieder und sagt, war doch alles damals nur ein Spaß. Gibt es Fußballer, Trainer, Menschen, die jahrelang mal wegen Moderation nicht mit dir geredet haben? Otto Rehhagel zum Beispiel. Ich hatte mal eine Reportage gemacht über einen Wechselfehler, den er gemacht hatte, als er Trainer vom 1. FC Kaiserslautern war. Und das hat er mir übel genommen, dass ich ihn dann beobachtet hatte. Habe ich die Spielszenen quasi weggeworfen, habe nur ihn beobachtet, weil das er den Fehler begangen hat. Das war, ich meine mich zu erinnern, 1999. Ja.
Und ich weiß nicht mehr, wer der Gegner von Lautern war, aber Rehagel hat 4 nicht-europäische Ausländer eingewechselt. Aber erzähl du mal weiter, weil ich erinnere mich noch dran, weil das war wirklich sensationell, was da im Fernsehen passiert ist. Ja, das war gegen den VfL Bochum und hatte sich ein Spieler Schönberg verletzt und dann hatte er den 4. nicht-europäischen Ausländer eingewechselt, ein Nigerianer, Ojikwe. Und zum damaligen Zeitpunkt war das verboten, 4 nicht-europäische Ausländer einzusetzen. In dem Moment, wo er ihn eingesetzt hatte, war das Spiel verloren. Die 3 Punkte waren futsch. Jetzt hatte ihm dann jemand aus dem Vorstand zu spät die Information gesteckt, dass er einen 4. Ausländer eingewechselt hat. Und dann hat Otto Rehagel, weil er dachte, oh, die Leute im Stadion und vor den Fernsehern haben es ja gar nicht mitbekommen, hat er dann einem seiner Spieler, Hani Ramsi, gesagt, du tust jetzt so, als wenn du verletzt bist. Der hat sich plötzlich auf den Boden geworfen, hat Krämpfe bekommen, obwohl er nichts hatte, hat sich auswechseln lassen. Und dann hat er Harry Koch eingewechselt, Deutscher geht's nimmer. Und er hat versucht, so die Sache zu kaschieren. Und Otto Rehagel hat wirklich gedacht, die Leute merken es nicht. Ja, und vielleicht hätten sie es nicht gemerkt, wenn du es nicht bemerkt hättest. Ach nein, spätestens nach dem Spiel. Also der Schiedsrichter hat es nicht bemerkt. Der hat dann auch nicht einzugreifen, der Schiedsrichter. Der hat, das ist nicht seine Aufgabe. Ach so. Zumal, das Ding ist, manchmal ist es bei Spielern schwierig zu sagen, haben die nicht doch noch irgendwie, hat ein Brasilianer nicht doch noch einen italienischen Pass? Viele versuchen sich ja irgendwie so zu behelfen und diese Ausländerregelung zu umgehen. Rainer Kallmund war ja auch so ein Experte. Ich kann mir vorstellen, damals bei Leverkusen waren so viele Ausländer, die einen deutschen Pass hatten oder einen europäischen. Kommen wir wieder zurück nach Mallorca. Wir haben ja auch zwei Fußballvereine, der eine sogar mit internationalem Klang, RCD Mallorca, dann haben wir noch Athletic Balear hier. Sind das Vereine, die du ab und zu mal besuchst oder mal dir ein Spiel anschaust oder interessiert dich das eher gar nicht? Also wirklich ab und zu nur. Ich schaue dann schon lieber Bundesliga, weil da die Verbundenheit größer ist, oder auch mal ein Premier League Spiel an. Ich war früher bei RCD Mallorca sehr häufig, als Utz Klaassen aus Hannover noch der Präsident von RCD war. Der hatte mich ein paar Mal eingeladen. Jetzt so ein bisschen ist die Bindung verloren gegangen und ich finde dann auch manchmal, wenn die gegen Barcelona spielen oder gegen Real Madrid, finde ich die Eintrittspreise unverschämt. Wie hoch sind die denn? Ja, im hohen dreistelligen Bereich und da hört es dann irgendwo für mich auf. Ja, vor allen Dingen, weil RCD diese Qualität nicht liefert. Aber gut, dafür ja dann Barcelona und Madrid. Vielleicht zum Schluss mal sollten wir uns noch mal kurz auf Mallorca fokussieren. Gibt es so Plätze, wo du hier ganz besonders gern bist? Restaurants, Bars, wo du sagst, die muss man dringend mal ausprobiert haben? Naja, ich bin schon in meinem heimischen Puerto Portals gerne unterwegs. Da gibt es mehrere Orte, mehrere Lokale, Leos Grill zum Beispiel oder... Den kenne ich noch gar nicht, ja, Leos Grill. Ist relativ neu, Spoon gibt es dort und da gibt es einige Lokale, in die ich gerne gehe. Aber ich bin jetzt gar nicht auch so oft essensmäßig unterwegs, weil ich ja, zu Hause esse. Ich esse mal gerne eine Leberwurststulle. Bist du selbst Kocher? Ah, okay. Nee, aber eine Stullenesser bin ich. Ich bin ein Leberwurstbrot, esse ich gerne mal. Oder irgendwas Simples abends. Also, es muss auch nicht immer warm sein. Ich versuche auch nicht so viel zu essen, um irgendwie einigermaßen auch Figur zu halten. Habe ein Fahrrad auf meiner Terrasse stehen mit Meerblick. Da strampel ich. Dann versuche ich jeden Tag oder jeden zweiten Tag zu strampeln eine Stunde. Das ziehst du durch? Ja, weil die meisten, die sich diese Heimtrainer kaufen, glauben, durch den Kauf hätten sie schon abgenommen und dann steht das jahrelang in der Ecke. Nee, ich mach's tatsächlich. Ich spiele dabei ein bisschen Musik, auch 80er-Jahre-Musik dann eben, weil ich die gerne höre. Plus spiele Backgammon dann dabei online, auch ein Hobby von mir. Und da spiele ich dann mit irgendwelchen Menschen aus der Welt um virtuelles Geld. Spielst du auch Poker? Nein. Aber Golf? Golf habe ich angefangen, ja. Ich habe in Songual einen Golflehrer, der Ole, dem ja ein Verhältnis mit Iris Klein nachgesagt wurde vor einiger Zeit, was aber nicht stimmt. Gott sei Dank. Nein, sie hatte irgendwie gepostet, Iris Klein, dass sie ein Date hätte mit Ole und dabei war es eben nur eine Golfstunde. Und daraus wurde ein Verhältnis gemacht. Großartig. Iris versucht es aber auch
permanent irgendwie in die Presse zu kommen und da ist auch scheinbar jedes Mittel recht. Offensichtlich, ja, ja, genau. Aber ich sag mir immer, ich mag ja diese verrückten Leute und ich mag auch einen Ballermann übrigens. Ich bin gerne am Ballermann, ab und zu mal, aber dann lasse ich auch mein Auto stehen. Dann müssen schon ein paar Bierchen drin sein und auch in der Gruppe mit ein paar anderen Leuten. Am Ballermann wird ja so eine Frage gestellt wie zu unserer Jugend, Rolling Stones oder Beatles. Am Ballermann heißt das Megapark oder Ballermann oder Bierkönig, was ist es? Eher Bierkönig, weil da ein paar ältere Leute auch sind. Aber Megapark, da stinkt es immer so ein bisschen, finde ich. Immer so ein komischer Geruch ist da immer. Findest du nicht? Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal drin warst, aber im Jahr 2017 geschah Folgendes. Da hat jeder tatsächlich auch online gepostet, der Megapark stinkt nach Kotze. Ja? Irgendwie so und ein bisschen. Das lag an den Bodenfliesen. Die waren sehr porös. Der Alkohol, der da ja dann reichlich strömt, drang da ein und das hat keine Chemikalie mehr rausbekommen. Und so entstand dieser Geruch. Und irgendwann, als wir dann auch drüber berichtet haben, hat der Megapark nach Ende der Saison den ganzen Boden rausgerissen und neuen eingesetzt. Hat sie mehrere hunderttausend Euro gekostet und seitdem rieche ich das nicht mehr. Okay, ich mache mal einen Riechtest demnächst. Alles klar. Berichten. Und genau, und dann werden wir nochmal, genau, mit Jörg unvoreingenommen riecht der Megapark nach frisch Erbrochenem. Oh, lass das bloß die Verantwortlichen von dort nicht hören. Nee. Aber gut, also sowohl Porta Portals als auch Ballermann ist für dich drin. Haute Volée und relativ, sagen wir mal, echtes Feiern. Aber auch Palma selbst. Palma mit diesen wunderschönen Gassen, mit diesen tollen Lokalen. Also das bin ich auch super gerne in Palma selbst. Deswegen habe ich auch Porta Portals ausgesucht und nicht Cala Ratjada, was mir eigentlich auch gut gefällt. Aber Cala Ratjada ist mir einfach zu weit weg und damals, als ich noch in Lohn und Brot war, da musste ich ja immer pendeln, bin ich ja manchmal, wenn ich Champions League kommentiert habe, hin und geflogen, wieder zurückgeflogen, dann Bundesliga am Wochenende wieder hin und zurückgeflogen, also ich war mehrfach im Flieger und dann wäre mir Cala Ratjada einfach zu weit gewesen und da ist dann eben schon Porto Portals angenehm, weil ich dann nur einmal rund um Palma fahren muss. Kurze Wege. Finde ich hier auch ganz, ganz wichtig. Jörg, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier auf meinem kleinen Balkon auf einen Café vorbeizuschauen. Wenn man dich sehen möchte, dann sollte man mal in der Ritzi Lounge in Porta Portals nachfragen, wann du wieder auflegst. Beruhigt, ja. Ansonsten vielleicht das Café Mozart in Porta Portals, Santa Ponza, nö, wo man dich ab und zu mal sieht. Da sitzt auch Iris Klein öfter mal. Café Mozart bin ich ab und zu mal, aber dann ist eher Sir Henry, also wo ich dann mich aufhalte in Santa Ponza, aber ich bin, wie gesagt, so ein Einheimischer. Ich turne in Porto Portals gerne rum. Da gibt es viele Läden und viele Locations. Lila zum Beispiel. Oh ja, ein schönes Restaurant. Schönes Restaurant mit tollem Blick. Hamburger, der das führt, das Ganze, das Lokal. Also es gibt so viele tolle Locations. Dass man gar nicht mehr zurück nach Deutschland möchte. Auf gar keinen Fall. Ich werde 100% auf Mallorca die restlichen Tage meines Lebens verbringen. 100%. Auch nicht auf Hawaii oder auf Bali. Ich werde in Mallorca bleiben, auf Mallorca. Dann muss ich doch noch eine Frage zum Schluss stellen. Hast du die Schnauze voll von Deutschland? Nö, ich bin gerne in Deutschland. Ich habe in Wiesbaden gelebt, auch eine tolle Stadt mit wunderschönen alten Häusern, tolles Ambiente. War ich erst neulich bei Bela Retis, der Kultreporter des ZDF, Abschiedsfest. Viele alte Bekannte getroffen, Dieter Kürten noch mit, glaube ich, jetzt 88 Jahren, immer noch toll aussehend, ein Grand Seigneur der Branche und ein wunderbarer Mensch. Nee, also ich mag Deutschland nach wie vor gerne, aber ich bin ein reiner Wetterflüchtling. Deswegen liebe ich das Leben im Süden Europas. Wetterflüchtling. Im Juli, August hatten wir hier letztes Jahr so brutale Temperaturen. Wohin flüchtest du denn dann oder sitzt du das hier aus? Es kann sein, dass ich in die Türkei fliege, wo es noch wärmer ist, wo es noch heißer ist. Eventuell, weil ich da ein Angebot habe, die Frauenfußball-Weltmeisterschaft zu moderieren. Eventuell bin ich dann in der Türkei.
Nächstes Jahr dann, ach so, wenn man mich sehen möchte oder treffen möchte, bin ich im Robinson Club in Fuerteventura. Da mache ich immer die Männerweltmeisterschaften und Europameisterschaften zusammen mit Friedhelm Funkel. Also ihr sitzt da im Hotel, der Fernseher ist auf Stumm, die Leute sitzen vor euch und ihr kommentiert? Nein. Um Himmels Willen, nein, schon die Originalreporter mit dem Originalsound aus den Stadien. Wir analysieren das so ein bisschen vorneweg, beziehungsweise nach den Spielen und erzählen ein bisschen was zum Geschehen. Und Friedhelm Funkel, der manchmal so im Fernsehen so rüberkam, so seriös, also nee, seriös ist er immer noch, aber total lustiger Mensch ist das, ja. Ein witziger, lustiger Mensch, der, sobald er ein kölsches Lied hört, ja, sobald er die Brings oder die Höhner hört, kriegt der Pipi in die Augen. Also der ist so sentimental, sollte man gar nicht glauben. Ich glaube, der wohnt in Cala Ratjada, kann das sein? Der hat in Cala Ratjada eine Wohnung, ja. Also der wohnt in Neuss in Deutschland, aber hat, glaube ich, dort eine Wohnung in Cala Ratjada. Da meine ich ihn nämlich schon das ein oder andere Mal in den letzten 15 Jahren gesehen zu haben. Ja, ja. In Cala Ratjada wohnt auch der Holger Gerke, ein ehemaliger Spieler von Schalke, von Köln, war mal Trainer, Interimstrainer. Hüb Stevens hat er gebaut in Cala Ratjada, also auch ein Ort, wo ich gerne bin und auch Leute treffe. Vielen Dank, Jörg Dahlmann. Gern geschehen. Das Interview der Woche beim 17. Bundesland. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Ingo, mir fällt ein, zum Ende dieser wieder sehr unterhaltsamen Ausgabe, was machen eigentlich deine Caesar Salad Hausaufgaben? Ich habe seitdem kein Caesar Salad mehr gegessen. Ja. Ich habe hier allerdings, ich habe ihn auch nicht gesucht, und er stand hier tatsächlich da, wo ich mich gerade aufhalte, nicht auf der Karte. Aber ich sehe, du erwischt mich hier wirklich auf dem ganz, ganz falschen Salatfuß. Aber du ahnst es von da, wo du bist, gar nicht ganz Deutschland. Ingo, warte darauf, dass du wieder Caesar Salad isst, ja? Aber ich möchte nicht bringen. Ich möchte an dieser Stelle mal ein anderes Restaurant empfehlen. Ich bin ja gerade in Santa Ponsa. Und in Santa Ponsa muss man die guten Restaurants schon lange suchen. Es gibt hier sehr, sehr viele, aber das ist dann eher Fastfood-Qualität. Besonders bei den indischen Restaurants muss man hier sehr aufpassen, dass man nicht einen absoluten Müll vorgesetzt bekommt. Und dann gibt es in der zweiten Meereslinie auf der Westseite der Bucht an der Ramon Moncada Straße ein Mallorquiner, der heißt Xaloc, Xaloc. Der sieht nach nichts aus, aber das ist ein richtig tolles mallorquinisches Familienrestaurant. Der Papa, 76, steht in der Küche und kocht und der Sohn bedient und der Onkel bedient und ab und zu helfen auch mal die Enkel aus. Also ein durch und durch familiengeprägtes Unternehmen hier auf Mallorca. Und was ich besonders schön finde, wenn ich da so nach 11 oder 12 Uhr Mitternacht vorbeigehe, dann sitzen die da alle zusammen und essen nochmal gemeinsam, bevor es dann ins Bett geht. Also Qualität außergewöhnlich, Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt absolut. Und wenn ihr mal in Santa Ponsa seid, Xaloc wäre meine Empfehlung. Caesar Salad gibt's da übrigens nicht. Und den Link dazu packen wir euch auch in die Shownotes, wenn ihr jetzt nicht mitgeschrieben habt. Und wenn es nicht bald endlich um diesen Salat geht, könnte es auch sein, dass es vielleicht aufs Unmut der Hörerschaft eine Art Cäsarenmord gibt, mein Lieber. Wir hören uns wieder. Gott sei Dank haben wir keinen März. Ja, stimmt. Die Iden des März sind vorübergezogen. Bis zum nächsten Mal. Cäsar. Britannien besiegt, Gallien fest in meiner Hand. Ich habe also mein Ziel erreicht. Die Frage ist nur, wie lange die Götter noch mit mir sind.